Also, warum sind wir hier und auch warum sind wir hier? Ja. Und das beginnt mit meinem Elternhaus. In Rissen, damals hieß es noch Waldstraße 69. Und in dem Liegestuhl liegt jemand und ich frage mich, was macht der Kerl da? Es ist nämlich der 16. Mai 1942 und ich habe im Kalender herausgefunden, das war ein Dienstag. Was macht dieser hochbeschäftigte Architekt an einem Dienstag im Liegestuhl im Garten? Kurz ein Rätsel, denn eigentlich ist er nur sonntags mal vorübergehend daheim und arbeitet in seinem Atelier natürlich. Und hinten rechts am Ende dieser Terrasse vor dem Haus bin ich geboren. Und zwar 6 Monate vorher. Und auf die Welt gebracht hat mich Dr. Bau, sein Vater. Und bis ich am 13. März 1962 in Hamburg abgereist bin, war ich nur mit einem Arzt verbunden, Dr. Bau. Aber der war kein Frauenarzt oder Gynäkologe, der war Kinderarzt. Genau, der war Kinderarzt. Mhm. Und meine Mutter hat ihn geliebt. Und wir dürfen sagen, alle Mütter haben ihn geliebt. Denn der war unglaublich zugewandt. Aber nicht nur den Müttern, sondern eben auch den Kindern. Und auf diese Weise kannten wir uns sozusagen fast vorgeburtlich. Er wurde genau 6 Wochen später, nach diesem Foto, wurde er geboren. In Teufelsbrück, nicht? In Teufelsbrück, ja. So, weiter. Ah, gut. Das nächste Foto. 8 Jahre später, nach dem ersten Foto dort, sieht man im Hintergrund auch ein Haus und mich auf einem Stuhl dort hinten sitzen und vorne auf einer Hollywood-Schaukel meine Mutter. 1950 wurde dieses Haus gebaut in der Karl-Jakob-Straße in Flottbek und von einem Architekten, der auch bekannt ist in Hamburg, Hermkes. Der hat die ganze Karl-Jakob-Straße, vielleicht kennen Sie die auch, die schöne Straße darunter, so eine Siedlung gebaut. Da links sieht man dann das nächste Haus. Im überübernächsten Haus wohnte Hermkes selbst. Und ich muss sagen, die schönsten Häuser in Hamburg überhaupt. Das kannst du als Architekturmensch besser beurteilen als ich. Es war ganz gemütlich dort. Und weswegen ich das Foto auch noch mal zeige, ist eben interessant. Ich habe es irgendwann aus einem Album rausgeholt und gucke auf die Rückseite dieses Fotos und sehe dort den Namen des Fotografen, der das fotografiert hat. Weil irgendwie ist das natürlich merkwürdig, dieses Foto, weil eigentlich soll es um das Haus gehen. Und aber eigentlich ist natürlich links auf dieser Hollywood-Schaukel meine Mutter das bedeutendere Objekt, könnte man so sagen, oder? Weil das passt ja eigentlich nicht richtig zusammen. Und es ist eben 8 Jahre nach dem nach 42 geboren, also ich war 2 gebaut, ich war 8 Jahre alt und es ist schon doch erstaunlich, wie man 1950, 5 Jahre nach dem Krieg, so ein Haus irgendwie bauen konnte oder bauen lassen konnte. Und das hing auch mit Sachen zusammen, die jetzt im nächsten... Hey, Augenblick mal, du hast vergessen, was hier auf dem Foto drauf stand. Entschuldigung, ja, gut, dass wir hier nebeneinander sitzen. Auf dem Foto steht drauf, Foto, Gutschow. Nee, Arvid. Dr. Arvid Gutschow. Und das wiederum ist sein Onkel. Und der war nebenan, und das müsstest du sagen, was er war, aber ich weiß es nur, dass er eben ein wirklich sehr bedeutender Fotograf geworden war und in der Geschichte also mit Erhard zusammen und Neue Sachlichkeit spielt er eine große Rolle. Und ich wusste das nicht, dass er das fotografiert hat, das Haus.
Aber der war was anderes von Beruf eigentlich als Fotograf. Der war in der Hamburger Verwaltung als Jurist, Senatssyndikus oder so etwas für die ländlichen Gebiete zuständig. Ja. So, gut, weiter, das nächste weiter. Foto, da wird es dann klarer. Also wir sind zusammen zur Schule gegangen, auf dem Christianeum in Hamburg. Da müsstest du anfangen, weil du warst der Ältere, du bist ein Jahr älter als ich. Ja, aber ich bin natürlich ziemlich bald sitzen geblieben in dieser verdammten Schule. Ich auch. Und war deshalb erst, ich war dann in deiner Parallelklasse. So ist es, genau, ja. Und dann ging das andere Wege und ich habe durchgehalten. Ja. Gut, aber über Schule, finde ich, reden wir heute nicht. Das war so furchtbar insgesamt. Und ich war froh, dass ich rauskam. Und, davon erzählen wir auch jetzt. Wir lebten außerhalb der Schule, jenseits von Griechisch und Latein. Und ja. Hier sieht man eine Einladung 1960, im Januar 1960. Wir haben uns schwer versucht zu erinnern, hatten wir einen Club in Blankenese in der Godefreustraße im Keller von einem Klassenkameraden Gösta Apfelstedt. Und da nannten wir uns die Spirale. Und am Anfang Januar 1960 haben wir eben einen Abend gemacht, den nannten wir Sur-Spiral. Und man kann da drauf so ein bisschen sehen, was dazu, was gebracht wurde, was vorgeführt wurde. Ich erinnere mich, dass es ein Linolschnitt von mir war, das ist ungefähr so groß. Und Nils hat das aufbewahrt und mir so vor einem Jahr zugeschickt. Und jetzt haben wir das gescannt und zusammengebaut. Und da haben wir eben versucht, Kunst zu machen. Nicht? Wir dachten, wir werden Künstler oder sind Künstler. Ja, wir sind immer noch Künstler. Ja, aber damals, das ist aber heute, ohne dass wir das wollen. Damals wir wollten das werden, neben der Schule. Wir kommen noch gleich, wir wollen das eigentlich kurz halten, das soll der Anfang des Ganzen weiter. Sein. Wir kommen ja zum, und es hat zum Teil damit zu tun, das ist ein Bild aus dem Wohnzimmer bei uns zu Hause. Sie haben vorhin das Haus gesehen, von draußen mit meiner Mutter vorne. Drinnen im Wohnzimmer hing dieses Bild da oben. Das ist von Max Ernst, Rendezvous der Freunde. Davor ist das Sofa und Max Ernst war zu Besuch 1964, weil er hier in Hamburg einen Preis bekam, den Lichtwag-Preis. Kam nach Hamburg zu Besuch zu meinen Eltern und da waren noch ein paar andere Leute eingeladen und dieses Bild da oben, das ist ein ziemlich großes Bild aus der Zeit des Surrealismus und das hat uns auch Nils und mich und so, wir haben das nicht richtig aktiv wahrgenommen, aber es hat uns immer interessiert und wir haben immer über dieses Bild nachgedacht, was ist da eigentlich drauf zu sehen. Und es kommt eben so, dass meine Eltern eine große Bildersammlung hatten, meine Mutter war auch Kinderärztin und die haben 1930, 29 in Düsseldorf gelebt und haben da die Kunsthändlerin Johanna Ei kennengelernt. In Düsseldorf und die handelte mit den Künstlern aus dem neuen Rheinland, jungen Rheinland und eben auch Max Ernst. Und da haben meine Eltern angefangen, Bilder von Max Ernst zu kaufen und das Haus hing voll mit Bildern. Und bei uns waren immer Freunde zu Besuch, alle Freundinnen waren zu Besuch und das hat uns inspiriert. Wir sind ganz früh nach Paris gefahren, da kommen wir noch drauf. Aber das ist jedenfalls ein Bild von uns zu Hause. Und wir wollten eben, wir hatten ja schon den Club Spiral haben wir schon erwähnt und wollten diese Ausstellung machen und haben dann. Jetzt kommt zweimal unsere Kunst. Ja. Das ist meine Kunst, denn 1960 im Sommer habe ich auf dem Weg nach Paris in Wuppertal Station gemacht, nicht nur um Oskar Schlemmer zu sehen, sondern die Ausstellung von Georges Mathieu. Kaum war ich zu Hause, habe ich dem Georges Mathieu nachgeeifert natürlich. Also wenn wir jetzt von dem Bilder daneben zeigen würde, würde man das erkennen. Ja. Aber ein Jahr später war die eigentliche Erleuchtung sozusagen, die Ausstellung von Jackson Pollock in Düsseldorf. Von da ab habe ich nur gepollockt. Und jetzt nächstes Bild.
Nächstes Bild kommt schon. Das ist dann ein Bild von mir aus der Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das immer noch, das Bild. Nils hat es mir so vor einem Jahr zurückgeschickt. Ich glaube, ich hatte es dir geschenkt oder so. Und also ist es mit Feuer bearbeitet. Ich glaube, ich habe damals schon Yves Klein Bilder gesehen, wo er mit Feuer gearbeitet hat. Und fand das, und Gitarrenzigaretten und Streichhölzer und das Ganze dann angesteckt und so. Und ich dachte auch, dass es, damals war ich davon überzeugt, dass das ganz große Kunst ist. Das Bild ist nur so klein. Und wir haben es eben ausgestellt dort. Das ist die nächste Ausstellung im Oktober. Die nächste Ausstellung am 1. Oktober 1960. Einladung zur Ausstellung Monika van Entenburg, Nils Gutschow, Christian Bau, Malerei und Plastik, Sonnabend, den 1. Oktober, 17 Uhr Eröffnung, Othmarschen, Bellbahnstraße 20, Dauer und so weiter, 15 bis 19 Uhr. Und das war eben das Atelier, kannst du sagen? Von das Atelier von Sonderborg. Ja. Und dann das nächste Jahr, oder das, schon das Jahr vorher, war völlig unser Leben durch Sonderborg geprägt. Ja. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das war also ein Hamburger, der kam eigentlich aus Hamburg oder aus Dänemark, hatte den Namen Sonderborg angenommen und war einer der frühen Taschisten in Deutschland und malte wilde Bilder und das hat uns, und der war überhaupt ein toller Kerl und der wohnte bei meinen Eltern, als er also keine Wohnung hatte und so. Und es gibt leider wenig Bilder von ihm noch und so, aber der hatte uns schwer und du hast ihn in Paris besucht. Ich habe ihn in Paris in seinem Atelier besucht und dann haben wir einen Ausflug gemacht auf den Flohmarkt im Norden von Paris und er hat ein 5 Meter langes Propeller aus Holz gekauft und mit dem sind wir im VW Cabrio auf dem Peripherik gefahren. So könnte man ganz viele Geschichten erzählen. Wir wollen es kürzer machen, weil wir wollen ja noch nach Indien und Nepal kommen. Jetzt habe ich noch ein Foto entdeckt. Ich habe mich auch immer für Fotografie interessiert und habe alles Mögliche fotografiert und wollte dann auch Fotograf werden und wollte eigentlich Filmemacher werden, aber ich musste eine Fotolehre vorher machen. Und das ist Monika van Entenburg, von der wir eben schon gesprochen haben. Das war die dritte im Bunde in dieser Ausstellung in der Bellmannstraße im Atelier von Sonderborg. Und es gibt wenig, sie ist auch schon gestorben, Monika, und es gibt wenig Fotos von ihr. Und sie war meine allererste Freundin in Rissen. Die wohnte im Nachbarhaus von Nils. Und da bin ich als Partycrasher irgendwann aufgetaucht. Da war ich, glaube ich, 16 oder so. Und da haben wir uns ineinander verliebt. Und das ist Monika hier. Und weil wir keine Bilder von ihr, also ich habe keine Bilder, die sie gemalt hat, ich habe nichts von ihr und du auch nicht, oder? Nee. Und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen ein Foto, wie sie aussah. Und sie sieht doch auch wirklich gut aus. Ne? Und wir haben hier in der Akademie einen Anwalt, der heißt auch van Entenburg. Und das ist natürlich die Tante von diesem jungen Anwalt, der uns hier in der Akademie vertritt. Bitte? Sie ist die Tante. Ja, nicht der Anwalt ist die Tante. Nein. Und dann hab ich hier noch ein schönes Foto gefunden. Das ist von Frau Sonderborg fotografiert im Atelier von Sonderborg. Im Hintergrund kann man so ein bisschen sehen, sieht man eben ein Bild von Sonderborg. Und das ist wahrscheinlich während dieser Ausstellung, die wir dort gemacht haben, entstanden. Und dazu muss ich sagen, warum ich den Sonderborg insbesondere liebte, der hat seine Bilder nicht nur datiert nach Tag, sondern nach Minuten, von bis. Seitdem datiere ich alle Fotos, die ich mache, auf den Tag. Und ich habe in Nepal mehrere Fotoexkursionen gemacht, wo ich auch immer genau die Uhrzeit draufgeschrieben habe, damit man weiß, ich habe Neubauten an Straßen fotografiert und das musste ganz genau bestimmt werden. Ja. Ja, so erbt man frühzeitig so ein paar
meinetwegen Idiotien oder sowas, aber da bleibt man dran kleben. Gut, wir kommen zum nächsten Foto. Das ist schon das vorletzte Foto über unsere Jugend und spätere Zeit. Und es ist eben interessant, viele Leute aus Hamburg werden sofort sehen, wo es ist. In der HBK, in der Hochschule für Bildende Künste, das sieht man an den Stühlen. Das sind die alten Stühle in der HBK. Und die Frau, die dort sitzt, ist Scampi. Scampi spielt in unserem Scampinata. Das war eine Tänzerin. Damals gab es den Ausdruck Ausdruckstänzer und Ausdruckstanz noch. Und Scampi war Ausdruckstänzerin. Und ihr Geld hat sie, und war bei Mary Wigman und so, hat sie gelernt, auch German Dance hieß das damals. Und die hatte aber einen Job an der HBK als Aktmodell. Aber sie hatte einen Tanzkurs, wo man hingehen konnte. Und alle waren da, Gilda war, also Freunde von uns, und Jürgen Brankel und Nils, dein Bruder, war da. Jürgen Brankel, Nils, Gilda. Wir waren eine kleine Truppe, aber du wolltest eben noch sagen, warum haben wir das gemacht? Was haben wir gelernt? Ja, wir haben gelernt bei ihr, wie man sich bewegt und was es heißt zu tanzen und den Raum zu begreifen, in dem man sich befindet, und haben dort in der HBK einen Saal hat sie gemietet, und wir gingen dahin und waren eine relativ größere Gruppe und hatten immer, jeder brachte interessante Schallplatten mit, die man aus Paris anschleppte oder so, Lasry und Bachet und solche Leute. Und da haben wir dann Ausdruckstanz gelernt. Das ging über Jahre, bei mir jedenfalls. Und das ist natürlich heute gar nicht mehr vorstellbar. Ich erzähle es auch nur deswegen, weil später bei diesen Filmausschnitten, die wir sehen werden in Indien und Nepal, ich als Kameramann erinnere mich oft an diese Zeit mit Scampi und bilde mir sogar ein, dass ich dort gelernt habe, mich zu bewegen und auch mit der Kamera zu bewegen und einen Raum zu erfassen, was dort passiert und wie ich reagiere und wie ich auf Sachen, wie ich selber auf Sachen wirke und wie ich dem nahe komme, was dort zu sehen ist. Und mit Scampi habe ich dann später mit ihr auch einen Film gedreht an der HBK, Kubla Khan, wo ich auch sagen muss, dass über dieses Max-Ernst-Bild Raum der Freunde, das ist ja auch ein schöner Titel, Raum der Freunde, haben Maria Hemlepp und ich einen Film gemacht über die Geschichte dieses Bildes und über meine Eltern und über diese Kunsthändlerin. Der Film heißt auch Raum der Freunde. Und Olla Höpf, die hier heute auch sitzt, die auch in der Akademie ist, hat den Film geschnitten. Und so gibt es auch heute, wie es ein Rendezvous der Freunde, wir beide, Maria Hemlepp, Olla und so weiter. So wird wahrscheinlich das heute Abend noch weitergehen. Aber jetzt kommt schon das, war das alles zu Scampi? Ja. Du warst auch ein wilder Tänzer. Ja, was denn sonst? Ja, und wir kommen nachher noch in Indien zu bestimmten Sachen, wo Trance eine Rolle spielt. Und ich erinnere mich, dass ich bei Scampi gelernt habe, in Trance zu geraten. Wir haben wilde Sachen. Und dann, als 1968 dann das Grünspan aufmachte in Hamburg, das fand ich das Allergrößte, weil die der erste Schuppen war, wie heißen die Dinger? Stroblight. Oder wie hieß das? Stroboskop. Und ich wusste, wenn das Ding angeht, dann musste man auf die auf die Tanzfläche und musste da also so lange sich mit dem Kopf, ich hatte auch lange Haare und das Headbanging mit langen Haaren, so lange machen, bis man eigentlich weggetreten war. Und das war ja das, was man erreichen wollte. Und das haben wir. Und zwar ohne Stoff. Ja, also echt? Ohne Stoff, ja. Kein Stoff? Nee. Nee. Gut, kein Stoff. Okay, letztes Bild. Und jetzt kommt das letzte Bild. Das ist ein Foto, was ich auch gemacht habe, ungefähr 1983. Das ist in den Räumen der TEDE. Das ist eine Organisation, eine Filmorganisation, die wir 1980 gegründet haben. Eine Gründung von Filmemachern, Dokumentarfilmemachern, wo wir zusammen gesessen haben und gearbeitet haben und viele Filme gedreht haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir vor, einen Film über Hamburg zu drehen, über die Bauten, die während der Nazizeit geplant waren. Man sieht hier vorne
Das kann Nils aber gleich noch mal genauer sagen. Ich sage erstmal, wer links sitzt, Manfred Oppermann, der auch in der Tede war, Filmemacher, Kameramann. Mit dem zusammen hatte ich das geplant. Rechts sieht man Maria Hemleb, die heute auch hier ist, mit der ich verheiratet bin inzwischen, und guckt zu. Und es ist, und in der Mitte Klingemann, das ist ein Architekt aus dem Büro Gutschow. Und es fällt auf, dass alle lachen. Du musst vielleicht sagen, was man vorne sieht. Ja, und vor allen Dingen, das war der Punkt, wo wir nach vielen Jahren wieder zusammenkamen. Der Film hat uns erneut zusammengebracht. Ja. Und deswegen sitzen wir auch heute hier, weil kurz danach warst du immer wieder in Nepal. Ja. Und auch mehrmals waren wir zusammen in Indien und haben dann diese Filme gemacht. Aber das Entscheidende ist, hier sieht man das Elbufer mit dem Parteihochhaus. Das ist der Entwurf meines Vaters von 1938. Im April 1939 wurde er mit der Unterschrift von Hitler zum Architekten des Elbufers ernannt. Und zwei Wochen später bezieht er dieses riesige Haus da in Rissen, das ich am Anfang gezeigt habe. Die einzelnen Teile des Modells waren an verschiedenen Orten, konnte ich die im Elternhaus auch wieder noch finden. Mein Neffe hat das zusammengebaut und wanderte kurz wenige Jahre später an das Staatsarchiv und steht, glaube ich, heute in Neuengamme. Aber das ist also der Vater mit diesem Projekt in Hamburg. Ich studierte dann Architektur, aber ich glaube, ich habe frühzeitig mitbekommen, was das für eine Last ist, Architekt zu sein. Und ich bin dem sozusagen entgangen. Mein Vater hat mich beglückwünscht und so bin ich über einige Stolpersteine oder meinetwegen auch Abwege am Ende in Nepal gelandet, wo ich 50 Jahre immer am selben Ort gearbeitet habe und immer, darauf kommen wir später noch zu sprechen, immer mit derselben Familie. Das heißt, ich habe eine Familie über drei Generationen nicht nur als Auffanglager, sondern auch als Mitarbeiter gehabt. Mein entscheidender Mitarbeiter wurde 30 Jahre lang von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. Ich habe immer Geld finden können, das war kein Problem. Ja, also was macht ein Architekturanthropologe eigentlich? Was ist das? Der interessiert sich zuvorderst nicht für Architektur, sondern dafür, was in einem Haus passiert. Und deswegen habe ich, sehen Sie hier auf dem Plakat, diesen Spucknapf. Das ist sozusagen die Repräsentation meiner Arbeit. Und ich habe das Gefühl, das ist Kunst. Das ist was ganz, nicht einfach nur was kunstvoll ist, sondern wenn ich das genau angucke, dann kann ich mich erinnern an die Grundausbildung, den Grundkurs bei Theo Pabst an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Also auch hier kann man sehen, wie so ein Gefäß aus vielen Teilen zusammengebaut ist. Ganz, ganz herrlich. Und ein Architekturanthropologe ist in der Stadt unterwegs, weil diese Stadt in Nepal, Bhaktapur, als Bühne dient ungefähr 30.000 Einwohnern, in denen jeder Mensch seine Rolle kennt und bei bestimmten Ritualen an bestimmten Stellen, die ihm völlig selbstverständlich bekannt sind, agiert. Das heißt, da ist kein Brauchtumsverein oder sonst was dahinter,
sondern das passiert selbst organisiert und zwar tadellos. Sodass ich am Schluss sagen will, Ritual als Kunstform, das hat mich begeistert und darüber habe ich eine Menge Bücher gemacht und das haben wir versucht in einigen Filmsequenzen einzufangen. Und das zeigen wir jetzt, soweit sind wir jetzt. Ja. Okay? Ja. Gut, jetzt muss technisch irgendwas umgebaut werden, aber das klappt schon, oder? Ah ja. Und wir haben das so gemacht, also so geplant, dass wenn ich ansage, welcher Film gezeigt wird, dann gehen wir, Nils und ich, runter und setzen uns dorthin. Es wird ganz dunkel im Saal, Gott sei Dank. Und der Film wird gezeigt. Und danach geht das Licht wieder an und Nils und ich gehen wieder nach oben, erzählen ein bisschen was und so weiter. Und das insgesamt 6-mal. Also dann könnten wir jetzt mit dem ersten Film beginnen. In anderen Religionen heißt es ja, in anderen Religionen heißt es ja, man solle sich kein Bildnis von Gott machen. Viele der Steine in Benares sind eiförmig und oft poliert. Sie sind aber nicht bildnishaft. Was steckt eigentlich in diesen Steinen? Ganz wörtlich übersetzt sind Lingersteine der Kern einer Sache. Es sind Phallus-Symbole, die das Geheimnis des Schiva bergen. Die Steine werden täglich liebevoll und zugleich kunstfertig verehrt. Keine Bewegung, keine Berührung ist standardisiert. Yeah.
Thank you.
Das war Benares. Das war Benares, ja. Das war Benares. Ich darf vielleicht dazu sagen, ich war als junger Mann kurz mal in Benares und dann 1974, da war ich vielleicht auch noch ein junger Mann, und habe mich von einem Brahmanen einweisen lassen in die Ritualtopographie von Benares. Ich war immer wieder in Benares, aber habe erst 1991 ernsthaft angefangen, dort zu forschen. Und zwar nie lange. Ich war nie lange in Benares, weil der Shiva steigt einem zu Kopf. Man braucht ein, oder ich jedenfalls habe das Gefühl gehabt, man muss voll dabei sein, man muss derartig da sein. Und das ist sehr fordernd. Und dann bekam ich ungefähr 1995, wurde ich bekannt mit einem anderen alten Brahmanen, mit dem wir dann auch gemeinsam herumgezogen sind. Und den habe ich die wandernde Karte genannt, weil der wusste alles. Ich hatte ungefähr 300 Orte, die ich kartieren wollte und besuchen wollte und die Zusammenhänge herausfinden wollte. Und das ging mit dem tadellos. Ein unglaubliches Wissen hat dieser Mann gehabt. Und so sind wir eben auch hier in diesen Tempel gekommen, in dem Munmunji, heißt er, dieses Kunstwerk vollbracht hat. Und das macht er jeden Tag. Und wie Sie gesehen haben, da waren während des gesamten Rituals kaum mehr als 10 Besucher, ja, die da kurz reingehen, den Shiva begrüßen und wieder weggehen. Das heißt, was der dort macht, macht er nicht für Zuschauer und schon gar nicht für Touristen, weil alle diese Orte sind absolut untouristisch. Touristen haben sogar eine Scheu davor, die betreten die Tempel in Benares nicht. Aber auch wir waren, was auch immer wir in Nepal oder Indien gemacht haben, immer in Begleitung. Und zwar immer mehrere, weil die Menschen natürlich wissen wollen, wer sind wir, warum sind wir dort, was soll das alles. Und das muss immer ganz ausführlich erklärt werden. Und wir hatten geklärt werden, ja, das musste richtig geklärt werden. Manchmal ja. sogar ja. geklärt werden. Ja. Ja. Und du? Tänzelnd? Ja, alles ohne Stativ. Ich habe in der ganzen Zeit nicht einmal ein Stativ, ich habe gar kein Stativ dabei. Alles aus der Hand gedreht und so und mich frei bewegt dort, barfuß in diesen Räumen. Das sieht man jetzt in dem nächsten, was wir dann sehen werden, wird es noch dramatischer. Dies ist ja einfach unglaublich, wie der das aufbaut und man merkt ja auch wahrscheinlich an der Kameraführung, wie genau ich das versucht habe einzufangen, eben auch die Details, immer noch kleineres Blütenblatt, was dann noch da drunter geklebt wird und so und das Teil immer schöner wird und so und immer im Grunde genommen zu wissen, was passiert als nächstes und ich habe mir dann eben auch so eine Technik angewöhnt, mit dem rechten Auge durch den Sucher zu gucken und das linke Auge offen zu halten. Viele machen ja das ja zu. Mein Professor damals, der hatte sogar immer eine Augenklappe auf dem linken Auge, damit er nur mit dem rechten Auge durch den Sucher gucken kann. Und so, ich habe es im Gegenteil getan, rechts geguckt, durch den Sucher, durch die Kamera, durchs Objektiv, auf das Objekt und links das Auge konnte ich unabhängig vom rechten Auge bewegen. So habe ich mir das jedenfalls eingebildet und konnte die Situation mit dem linken Auge überschauen.
und wissen, was als nächstes passiert. Abgesehen davon, dass das meiste natürlich durch Intuition herauszukriegen war, was mag der wohl als nächstes machen, mit welcher Hand macht er was und so. Und mir war klar, dass das im Detail natürlich also besonders schön, also besonders klar wird, was er eigentlich macht. Und das Interessante fand ich auch, dass man sieht, dass man Schönheit sieht, wie Schönheit entsteht und wieder eine Schönheit baut. Das hat mich damals wirklich elektrisiert, kann man sagen. Ich war überhaupt, wie du sagst, auch in Benares, das ist eine merkwürdige Stadt. Irgendwann kann man nicht mehr, weil überall sind Heiligtümer, überall sind Steine, die was bedeuten und so und so weiter. Wir kommen nachher noch bis hin zu Süßigkeiten und so, die wir zeigen. Aber das ist wie ein großer Rausch eigentlich. Und in dem noch zu arbeiten, ist manchmal nicht einfach. Ja, Rausch ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. So haben wir gearbeitet. Im Rausch. Ja. Ohne Stoff. Mhm. Schon genug jetzt. Ja, wollen wir, dann sehen wir jetzt die Nummer 2. Das hat den Titel, ich sage noch mal eben an, das ist aber jetzt nicht mehr Benares, sondern das ist Nepal, in der Stadt, in der Nils wohnt. Das heißt Klöße für die Ahnen und hat die Länge von 12 Minuten. Im Haus des Verstorbenen streut der brahmanische Priester Mahendra Sharma mit Reismehl ein Mandala. Der Boden ist bereits mit Kudung gereinigt. Auf das Mandala werden später 15 Klöße, Pinda genannt, als Wegzehrung für den Toten gelegt. Der Dahingegangene ist noch unbefriedet, das Haus unrein. Der Tote muss nun befriedet werden, Haus und Hinterbliebene müssen rituell gereinigt werden. Narayan Kumar Swangamika ist der Haupttrauernde, der die rituellen Verrichtungen vollzieht. Er hatte bereits das Leichenfeuer entzündet und wird daher Mitama, der Feuergeber, genannt. Er setzt sich gegenüber dem Priester auf den Boden. Der Ritualplatz wird nun vorbereitet. Gottheiten werden angerufen, das Ereignis zu begleiten. Der Rest des Teigs wird nun nach und nach in 7 Teile zerteilt. Zunächst ein Kloß, der den Toten repräsentiert. Dann 3 Klöße, die den Vater, den Großvater und den Urgroßvater repräsentieren. Außerdem 3 ungeformte, nicht mit Sesam bestreute Klöße für die 3 vorhergehenden Generationen.
Oh, that's what they mean. Es wiederholen sich die klassischen Darreichungen mit Wasser, heiligen Schnüren, einem Stück Stoff, gelber Paste, Blättern und Weihrauch. Der größte eiförmige Kloß ist dem Verstorbenen gewidmet und wird neben die anderen Pindas gelegt. Er enthält auch ein Stück Fleisch des geopferten Schafes. Der Priester fordert den Mitama auf, den Teig vorsichtig zu kneten, um nicht den Verstorbenen zu verletzen. Alle Verwandten im Totenhaus verehren den Dahingegangenen. Die Geldgaben sind auch eine Art Opferlohn für den Priester. Der Mitama teilt den Kloß des Verstorbenen in drei gleiche Teile. It was only...
Dann mischt der Mitama die drei Teile mit den Klößen der Vorväter. Eine neue Kloßgemeinschaft von drei Generationen ist entstanden. Der Verstorbene ist in die Schar der Ahnen aufgenommen. Sie werden mit Süßigkeiten, Früchten, Blüten und Milch überschüttet. Ja, das war Bhaktapur. Als wir da hinkamen, ich hatte keine Ahnung, was das. Ich wusste, es geht um ein Totenritual. Das war alles. Und ich musste meine Schuhe ausziehen, Strümpfe ausziehen und wie alle. Und stellte mich dann da irgendwo hin. Und ich dachte jetzt. Nicht irgendwo hin, in eine Ecke. In eine. Ich überlegte. Und du hast dich nicht mehr bewegt. Ja, ja. Aber das. War hart, weil ich dachte, das Licht kommt, das war ein ganz dunkler Raum, kleines Fenster, wo ein bisschen Licht reinkam, das war alles. Die Blende war vollkommen offen, also kaum Tiefenschärfe. Und ich wusste jetzt, und es war voll der Raum, und ich sah diese Arena da, da konnte ich ja nicht durch oder rüber und so. Und ich dachte, jetzt musst du dir irgendwas aussuchen, wo du vielleicht nicht mehr weg brauchst. Während des Ganzen. Ich ahnte, das wird lang und habe mich dann in eine Ecke gestellt und bin da wirklich, ich weiß nicht, wie viele Stunden waren das insgesamt? Vielleicht 3 Stunden. Ja, mindestens 3 Stunden. Und ich merkte nicht mal, dass das war eiskalter Betonfußboden. Und langsam wurde es immer kälter und kälter und so. Und wenn ich das jetzt sehe, zum Beispiel, sehe ich genau mein Herz schlagen.
Das sieht man, ihr seht das vielleicht nicht, aber ich sehe da jetzt, wenn ich so auf großer Leinwand das genau sehe, sehe ich mein Herz tuckern und sehe auch, wie es langsamer wird, mein Herzschlag. Ich glaube, es lag an der Kälte und weil ich auch mehr Sicherheit bekam, was da eigentlich passierte, weil ich hatte keine Ahnung. Du hast mir gestern oder vorgestern, als wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, dass du auch nicht wusstest, was da passieren würde. Nein, wir hatten eben den anderen Film in Benares gemacht, kamen nach Bhaktapur und ich hörte, dass der Sohn der Tante mütterlicherseits, das muss man in Nepal immer sehr genau sagen, von meinem Mitarbeiter ist gestorben. Der war gestorben, schon bevor wir in Benares waren. Und als wir eben zurückkamen nach Bhaktapur, hieß es, morgen wird das Ritual vom 45. Tag nach dem Tod gemacht. Ich hatte schon diverse Totenrituale gesehen, weil diese Kultur der Nevas, die ist besessen von Totenritualen. Das heißt, das ganze Jahr wird dadurch bestimmt, immer mit immer wieder neuen Gaben an die Toten. Und auch ich hatte überhaupt keine Ahnung, was dort passieren würde. Es war anfangs nicht einfach, weil die Hauptperson, die Schwester des Verstorbenen, die den Haushalt in dem Moment führen konnte, weil sie durch den Tod nicht befleckt war. Also verheiratete Töchter kommen von außen und helfen dieser durch Tod gelähmten Familie. Und die war erst zögerlich. Können wir da filmen? Dürfen wir das? Ist das gut? Und dann klärte sich das und wir durften dort sein. Aber deswegen erzähle ich das auch etwas kompliziert. Das ist nur möglich gewesen, weil ich eben in dieser einen Familie verankert war. Auch der nächste Film spielt auch bei anderen Mitgliedern dieser Familie. Und wir waren zum Teil ein bisschen im Weg, denn ich musste das Ganze, oder ich wollte das ja auch mit Fotos dokumentieren und habe ihn gestört. Und Maria hat furchtbar arbeiten müssen, um die Blitze aus dem Film rauszuholen. Also das war unglaublich störend. Es hat die ganze Atmosphäre kaputt gemacht. Also im Film. Also ich weiß nicht, wie die Situation war dort, weil ich weiß das, ja, ich hab, die Leute hat das nicht gestört. Nein, die Leute hat es nicht gestört, aber im Film später, als wir das im Schneideraum gesehen haben, war in dem Moment, wenn der Blitz auftauchte und zwei Bilder im Grunde fast kaputt waren, da wusste man, das ist eine Störung. Und alles konnte man gebrauchen in diesem Film, nur keine Störung. Und dazu muss ich noch kurz sagen, dieser Film wurde, ich habe es ja schon gesagt, das war nicht geplant. Plötzlich gab es diese Gelegenheit und das war auch unglaublich wichtig für die weitere Arbeit, denn im selben Moment wurde in Heidelberg an der Universität ein Sonderforschungsbereich begründet über Ritualdynamik. Solche Projekte sind ja mit 10, 15 Millionen Euro ausgestattet, mit vielen Wissenschaftlern, die ja irgendwo in der Welt etwas mit Ritual zu tun haben. Später entstand ein Buch über die Totenrituale dieser Gesellschaft, das ich zusammen mit meinem Indologen Kollegen aus Heidelberg, Axel Michaels, gemacht hat, auch ein Hamburger.
Ich glaube, das ist schon genug. Nächster Film. Nächster Film, auch in Bhaktapur. Er heißt Blut für die Göttin. Ist 8 Minuten lang und sehr anders, also anders als das, was wir bisher gesehen haben. Und ja. Ah, ich bin so. Ich bin so.
Jüdische Museum erschien im Abspann, weil es dort vor 12 Jahren eine Ausstellung gab mit dem Titel Koscher und Co., also über Essgewohnheiten an verschiedenen Orten dieser Welt. Und da waren wir eben mit Bhaktapur beteiligt. Ich habe da aus meiner Topfsammlung 20, 30 Töpfe ausgestellt und dieser Film lief dort. Ja. Dann gab es Probleme mit dem Museum, weil wir mussten diese Sekunde herausschneiden, wo dem Tier die Kehle durchgeschnitten wurde. Weil das kann man heute an kaum einem Ort der Welt zeigen, weil sich Protest zeigt. Und, beziehungsweise sie hatten Angst vor dem Protest. Damals die Direktorin Silly Kugelmann war der Meinung, man dürfte das nicht zeigen. Andere im Museum, Kuratoren und so, die sagten, warum soll man das unterschneiden, also vertuschen quasi, wie der Ablauf wirklich ist. Aber man kann sich schon denken, wovor sie Angst hatten natürlich in dem Museum vor den Zuschauern oder Reaktionen der Zuschauer. Und deswegen haben wir dann, wenn ich mich richtig erinnere, wir waren uns gestern nicht ganz einig mit Maria, ob wir damals, ich glaube ja, wir mussten diese Szene kürzen.
Aber ist es nach wie vor, finde ich... Ich bin der Meinung, der Respekt vor den Kulturen der anderen erfordert, dass man das so zeigt, wie es ist. Und die Kultur dieser Nevas ist nicht nur besessen vom Tod, sondern von Blut. Es sind begeisterte Fleischverzehrer im Gegensatz zu den Hindus in Indien. Wenn die das sehen würden, die würden sagen, was sind denn das für Barbaren? Weil das in Indien ist es unmöglich. Aber wollen wir so sagen, die Welt ist groß, der Himalaya auch. Und die bestehen darauf, das Blut für alle Übergangsrituale. Und vielleicht haben Sie das gesehen, in dem Kloster des Toten war es ein kleines Stückchen Fleisch zu sehen. Auch das, wenn ich das in Indien erzählen würde, das würde mir überhaupt niemand glauben, weil das kann gar nicht sein. Und Blut ist notwendig, um in kritischen Situationen, wie auch das Fachwort heißt, das Übergangsritual von einem Stadium des Lebens in den nächsten. Und das ist die Initiation. Hier der Buben, wir haben auch gefilmt die Initiation der Mädchen. Dann kommt die Hochzeit, auch da ist wieder eine Ziege erforderlich. Und dann kommt der Tod und da ist merkwürdigerweise ein Schaf dran. Das zu Bhaktapur. Jetzt ändern wir wieder, dann wir wechseln den Ort nach Benares und haben dort in einem Sufi-Schrein gefilmt, zweimal. Und wir haben das Material bisher überhaupt nirgendwo gezeigt. Ich dachte immer, es ist unglaubliches Material und man müsste daraus was machen. Und das ist aber dann nie passiert. Und jetzt, als wir die Idee hatten oder gefragt wurden, ob wir hier in der Akademie was zeigen wollen, haben wir gedacht, das ist die Gelegenheit. Wir können das Material, Ausschnitte aus dem Originalmaterial vielleicht hier zur Diskussion stellen und überhaupt einmal sichtbar zu machen. Mehr erstmal nicht. Gut, ne? Nee, vielleicht, nee. Also, und es ist nicht lang. Es ist 6-5 Minuten. Wollen wir vielleicht sagen, dass wir gleich das zweite, die jungen Männer hinterher, oder wollen wir eine kurze Pause machen? Was denkst du? Das ist ja dann nur eine Minute. Kurze Pause. Vielleicht machen wir die 6 Minuten und kurz das Licht an und wir sagen noch 2 Sätze zu dem Folgenden und dann die nächste Minute, ja? Gut. Okay, also jetzt der Sufi-Schrein, 5 Minuten. Thank you.
Eigentlich? Oder was haben wir da zu suchen? Auch in diesem Fall sind wir mit bester Begleitung dort gewesen, haben mit denjenigen, die für dieses Mausoleum zuständig sind, gesprochen, erklärt, warum wir das machen wollen, filmen wollen, und wir konnten uns dort völlig ruhig bewegen. Kein ablehnender Blick, gar nichts. Es ist einfach, ich fasse das manchmal zusammen, indem ich sage, auch in den Tempeln, die haben eine Arbeit. Und diese Frauen arbeiten ja auch kräftig. Die haben alle was vor. Und wir haben auch was vor. Und tun das auf unsere Art. Und deswegen habe ich mich an all diesen Orten nie deplatziert gefühlt. Sondern eigentlich, und wir hatten manchmal sogar eine größere Besetzung, in den Tempeln in Benares hatten wir noch einen Fotografen aus Breslau dabei, denn ich brauchte für ein schönes Buch unbedingt professionelle Fotos. Und das ist auch sehr gut geworden. Und dann hatten wir noch einen Begleiter, also eigentlich immer zwei, drei Begleiter dazu, die eben unsere Geschichte erzählt haben, den Leuten. Und das war immer sehr gute Stimmung. Ja, aber ich muss sagen, wir waren ja zweimal dort in diesem Schrein. Beim ersten Mal war das für mich nicht so einfach. Also es war nicht so, dass ich dadurch, dass ich da war, irgendwie was zu tun hatte, ich mir irgendwie
dass es mir so leicht fiel oder ich dachte, es ist was völlig Klares, dass ich mich da bewege oder so. Und besonders natürlich, also bei den Männern ging es noch, aber wenn ich die Frauen sah und mich zu den Frauen begab, dann wurde mir beim ersten Mal, also fing mein Kopf an doch zu arbeiten und die Aufnahmen sind auch nicht richtig gut geworden beim ersten Mal. Weil man merkt an den Bildern, dass es... Du hast gezweifelt. Ich habe gezweifelt, ja. Ob das, und damit kann man keine Bilder machen. Nein, genau. Und so sehen die Bilder aus. Und dann hab ich gesagt, wir müssen da unbedingt nochmal hin. Und dann sind wir nochmal hin. Und dann ist ein Großteil von dem entstanden. Das sind ja jetzt nur kurze Ausschnitte aus dem ganzen Material, wo ich dachte, ja, das geht. Also da merkt man, das hat irgendwie, macht Sinn. Und ich bewege mich da, ohne dass ich mich blöd fühle und so, weil das ist ja auch wichtig, dass man Bilder macht, wo man sich selbst nicht im Wege steht und so. Gut. Und jetzt nur noch, zeigen wir noch eine Minute, in der Nähe, ich glaube, ein paar Kilometer entfernt, auch in der Nähe eines Schreins, eine Minute, wie das auch ganz anders sein kann. Wir wissen nicht genau, was diese jungen Männer da eigentlich machten. Also die hingen irgendwie rum, würde man sagen, hingen ab oder so. Und die hatten natürlich gute Laune, als plötzlich so ein Kerl da reinkam, da in den Park kam mit einer Kamera und dachten, jetzt könnten sie mal ihren Spaß erleben mit diesem Mann, der da merkwürdig aussieht und eine Kamera. Damals gab es noch keine filmenden Handys oder Mobiltelefone und so, hatten zwar schon alle Fotoapparate mehr oder weniger, aber so eine Kamera, sie wussten, was sie zu tun haben, dachte ich. Und mir hat das Spaß gemacht mit denen. Allerdings sieht man einen Mann plötzlich rechts neben mir auftauchen, der die so kurz beruhigen wollte. Und der ist dann aber durch weggegangen, als sie merkten, der geht weg, ging es wieder vorne los und so. Und ich war am Ende heilfroh, das geht natürlich noch ewig weiter, am heilfroh, wie ich dann irgendwie wieder draußen war. Aber das war super. Ja, das zu Benares. Aber wir sind jetzt nochmal in Benares. Ja, wir sind weiter in Benares. Und jetzt kommt das auch schon das Letzte. Das ist wie so ein, das ist auch 6 Minuten lang nur, das ist wie so ein Nachtisch jetzt, was Süßes für uns alle hier. Und was ich vorher nie gesehen hatte, was überhaupt los ist und so. Und das sieht man hier, 6 Minuten Benares. Ja. Nein, ich muss dazu sagen, in Benares gibt es die besten Süßigkeiten der Welt. Und ich kann ohne Süßigkeiten in Benares nicht leben. Ja. Weil das ist so etwas Wunderbares. Und in den einzelnen Stadtvierteln weiß ich auch schon, wo die guten Geschäfte sind. Weil das muss wirklich frisch sein. Das ist nicht irgendwie aufbewahrt von vorgestern oder so, sondern es wird meist aus Milchprodukten gemacht. Schokolade gibt es da nicht. Und ja, es ist einfach traumhaft. Thank you.
Fertig. Ja, wir haben uns gar nichts für das Ende ausgedacht jetzt. Aber das Bildmaterial,
Etwas später gibt es Riesling aus Heppenheim an der Bar. Wo Nils wohnt, ja. Und jetzt ist das Gespräch eröffnet. Ja, wir können uns doch aber vielleicht hinsetzen, oder willst du stehen? Wir können uns hinsetzen. Und jetzt wird sogar Licht gemacht. Tja. Ich glaube jetzt, da wird es hell. 9:10 ist es, das ist doch schön. Wir haben das, ich dachte, es wäre etwas kürzer. Aber es ist gut, oder? Ja, ja. Ja, das ist ganz gut. Unsere Gäste sind sprachlos. Ja, ja. Haben wir sie sprachlos gemacht. Ja. Das ist Silber, nicht silbernes Papier. Das ist reines Silber. Dieser eine Mann, der zeigt doch so ein kleines Silberplättchen. Das tun die da rein und klopfen das so lange, bis aus diesem kleinen Stück Silber dieses Silber. So wie Blattgold. Wie Blattgold. Ist das Silber. Blattsilber. Nein, das ist kein Ritual, das ist Handwerk. Das ist reines Vergnügen. Ja. Genau. Aber das, wir waren da gibt es so einen Gang auf jemanden zu, der vor den Klöpplern da steht. Das ist der uns immer begleitet hat in Benares. Wo wir den nannten, wir immer Ulrich Wickert. Der sah immer so ein bisschen aus wie Ulrich Wickert. Und wir haben immer gesagt, Ulrich Wickert wartet auf uns. Und dann hat der uns da eingewiesen bei diesen Leuten, die dieses Silber schlagen. Ich meine, das ist unfassbar, was da passiert eigentlich. Ne? Wie man das sieht, dass die immer nur daneben hauen und immer neben ihre Finger hauen und aber immer das weiter drehen müssen, damit das am Ende so eine Form bekommt. Und das ist Leder natürlich, das hat man ja gesehen, Leder und Ledertaschen da drin. Und dazwischen immer diese kleinen Dinger und dann wird das so lange geklöppelt, bis das Ding so groß ist. Das lange. Also das kann ich aber nicht sagen, aber das dauert lange. Wollen wir so sagen, wir haben es nicht wirklich erforscht. Das stimmt. Wir sind da nur vorbeigekommen. Aber der Lärm war so wahnsinnig. Diese 5, die hämmern wirklich unglaublich. Das ist auch Betonfußboden. Und dann da drauf und dann diese 5 oder wer das war, wie viel das waren, war schon enorm für die Ohren. Und die Kamera hat natürlich auch gestreikt, weil die konnte das auch nicht ertragen, diesen Lärm und so. Und ja, aber dann sieht man eben in Benares, jeder dritte Laden verkauft eigentlich Süßigkeiten. Das ist übertrieben, aber und immer mit diesen Silberfolien obendrauf. Da war doch kein Schmutz, das war extrem sauber. Ja. Ja. Ja, das ist eben der Witz. Wir fürchten uns eben nicht. Deswegen können wir das machen. Das stimmt natürlich nicht. Also wir haben manchmal zum Beispiel so Joghurt gegessen an der Straße. Das war wunderbar. Aber einmal habe ich gedreht und da bist du ganz nervös geworden. Da gibt es so eine Szene, wo einer so Joghurt macht. Ganz tolles Joghurt. Und der tut aber Eisklumpen da rein. Also gefrorenes Eis. Und dieses Eis war absolut natürlich nicht rein. Und da hast du gesagt, das trinken wir nicht. Und so. Aber sonst haben wir alles, was man überhaupt dort essen und trinken kann, haben wir geliebt.
Naja, sobald eine Hochreligion entsteht, geht das verloren. Aber wir sind in Nepal sozusagen auf einer unteren Stufe, wo sich eben ganz urige Sachen erhalten haben. Und jetzt in diesem speziellen, wir haben nicht erwähnt, der Junge bekommt an dem Tag sein erstes Lendentuch. Und gemeint ist natürlich, dass das Blut die Zeugung, seine Zeugungsfähigkeit sichert. Also um das in einem Satz zu sagen, weil das braucht ja eine, das, da, dazu ist ja Energie, Kraft notwendig und das Blut sichert das. Und das Blut macht auch dann diesen Buben zu einem Teil der Gesellschaft. Vorher ist er Kind und eigentlich niemand. Aber das Blut bestätigt die Aufnahme in die Gesellschaft. Dieser Knabe war, glaube ich, 9. Aber das ist ja aufwendig, so ein Ritual, nicht? Und wenn man Buben hat zwischen 2 und 10 Jahren, dann werden die alle in einem Rutsch da durchgezogen. Sieht dann ein bisschen komisch aus, wenn so ein kleiner Pirks das mitmachen muss. Aber das ist bei Ritualen üblich, dass wenn schon, dann gleich mehrere. Auch bei den Mädchen muss das vor der ersten Menstruation passieren. Und das heißt, ja eigentlich so mit 9 Jahren, aber das kann ebenso gut mit 5, 6, 7, 8 Jahren gemacht werden. Die Vereinigung des Verstorbenen mit den Ahnen. Und deswegen wird der Kloß des Verstorbenen wird gedrittelt, um mit Vater, Großvater, Urgroßvater vereint zu werden. Und in dem Moment erreicht der Verstorbene sozusagen den Raum der Ahnen. Aber auch, um wirklich dahin zu kommen, hat er noch ein Jahr zu reisen in der Unterwelt. Und auch da wird er diese schwierige Reise, für die kriegt er in jedem Monat eine besondere Gabe. Einmal kriegt er einen Regenschirm, weil es zu viel regnet. Ein anderes Mal kriegt er ein Boot, so ein kleines, aus Silber geformtes Boot, weil der Verstorbene muss über einen Fluss. Also der Verstorbene muss immer einen Weg zurücklegen und vor allen Dingen ist er durstig und braucht ständig Wasser. Wir konnten das hier jetzt nicht zeigen. An demselben Tag bekommt der Verstorbene 360 kleine Töpfe mit Wasser für jeden Tag ein. Die waren alle aufgestellt auf einer Straße und es sah einfach unglaublich aus. Alle so groß ungefähr, 360 Dinger da und super. Aber für heute haben wir uns das erspart.
Entschuldigung, wir haben nur Zeit für eine letzte Frage. Wir haben nur Zeit für eine letzte Frage und am besten soll die über die Mikrofone auch gesagt werden, damit die Leute von Streaming das auch mitbekommt. Was haben Sie gesagt? Wieso, wer bestimmt das? Ja, dann sind wir eben in der Überzeit. Aber wir können uns doch weiter unterhalten hier, oder? Im Off. Ja, das ist abgesprochen so. Das ist ja ein Härtetest hier. Also diese Rituale sind jetzt noch die lebendigen Überbleibsel einer ja ursprünglich alles beherrschenden magischen Phase. Nicht? Also wie wir das aus dem alten Ägypten oder weiß ich was kennen, hochkultiviert. Und ihr seid dann praktisch auf den Ursprung zurückgekommen, da wo er noch lebt. Ja, und du hast vielleicht gesehen, das Blut geht ja in so eine Gegend, wo alles Mögliche rumliegt. Und die eigentliche Göttin ist ein Stein. Die hat keine ikonografischen Merkmale. Es ist der Stein, der das Blut bekommt, weil der Stein, jetzt sind wir bei Architektur, der Stein ist der Ort. Das ist der Ursprung. Der Stein ist auch nicht, den kann man nicht manipulieren. Den kann man auch nicht verschleppen. Der Stein repräsentiert den Ort. Und dieser Ort, und dieser Stein hat dann einen Namen, das ist völlig egal, wie der Stein heißt. Aber der Stein repräsentiert die Schutzgottheit für ein Stadtquartier. Es gibt 24 Quartiere, aber jedes Quartier hat einen Stein und jeder Haushalt weiß, zu welcher Gottheit er gehört. Hat das irgendeine Beziehung zum antiken Omphalos als Nabel der Welt? Richtig, das fängt an bei den Ägyptern. Die nannten den Omphalos Ben-Ben. Also der Obelisk hat doch oben so eine Pyramide, so eine kleine, nicht? Das ist der Ben-Ben, das ist der Ursprung der Welt. Und dann noch eine Frage. Alles dies ist natürlich selbstverständlich rein patriarchalisch. Inwieweit gibt es jetzt auch matriarchalische Rituale? Das kann man so nicht teilen. Ich habe ja am Anfang gesagt, die wichtigste Figur bei dem Totenritual, das ist also der Brahmane und der Kunde und dessen Tochter. Die hat in dem Moment den Haushalt im Griff. Und ihr Mann. Ihr Mann muss in ihrem Elternhaus an dem Tag dienen. Na, das ist jetzt alles zu viel. Die Frauen, dieses Jahr, die werden genauso auf Reisen geschickt und vor allen Dingen daneben werden ja die Väter und Mütter sowieso noch immer in jedem Jahr bekommen die einen Toten, werden die verehrt im Totenritual. Da sehen die Klöße nur anders aus. Aber das hört nie auf. Ja, da liegen dann die Vater und Mutter und das sieht anders aus. Das sind so, sagen wir mal, wie Enteneier oder so. So groß.
Ja. Und es gibt einen Tag im Jahr, da macht man so viele Klöße, hunderte von Klößen, aber die sind so ungefähr so groß wie Marmeln. So. Und da werden nicht nur die eigenen Ahnen, sondern auch noch verstorbene Freunde, längst verstorbene Könige. Und also werden hunderte von Leuten bedacht mit so kleinen Klößen. Einmal im Jahr. Da sind alle Toten dran. Weizen. Ja. Nein. Und der Priester gibt ja immer schwarzer Sesam, auch interessant, schwarzer Sesam wird nicht verdaut. Wenn Sie schwarzen Sesam essen, scheiden Sie den auch aus. Der ist nämlich sozusagen, der repräsentiert Ewigkeit. Was es alles gibt, ne? Und er ist mit Vishnu verbunden. Vishnu kam ja heute hier gar nicht vor. Aber eigentlich ist in der Hochreligion ist Vishnu für den Tod zuständig. Aber im tatsächlichen Totenritual kommt er gar nicht vor. Ritualen beherrscht, ohne eigentlich dessen bewusst zu sein. Eine Fülle von Ritualen. Und jetzt könnte man ja immer Analogien herstellen. Nicht? Also was war die ursprünglich, was sind die Rituale dazwischen, was sind die modernen Rituale? Wird sowas auch in Vergleich gestellt? Natürlich, da haben, ich 50 Wissenschaftler in Heidelberg 10 Jahre dran gearbeitet. Und haben natürlich immer darüber gestritten, ob das Zähneputzen ein morgendliches Ritual ist oder nicht. Mhm. Aber deine entscheidende Frage ging, glaube ich, in Richtung von Bedeutung. Und da sind alle Wissenschaftler einig und sagen etwas radikal, Rituale haben keine Bedeutung. Weil das Ritual muss gemacht werden. Das ist die Bedeutung. Du hast ja auch gesehen, der Brahmane muss seinem Kunden ständig sagen, was er machen soll. Weil der hat keine Ahnung. Der weiß nicht, worum es geht. Und das ist doch erleichternd, wenn du Kunde bist bei so einem Brahmanen und der sagt dir, was du machen musst. Der das greift, ja. Ja. Es ist etwas kompliziert, weil dieser arme Kerl hat seinen Sohn verloren, was eigentlich nicht geht. Ja. Ja, das ist. Die Reihenfolge ist kaputt gegangen. Aber der Sohn hat zu viel getrunken und hat nicht überlebt. Und der Brahmane gehört zu dieser Familie. Also jede Familie hat einen Priester. Und das ist entweder ein buddhistischer Priester oder ein hinduistischer Priester. Und das ist völlig egal. Aber es ist immer derselbe. Das heißt, die Familie hat eine Beziehung zu einem bestimmten Priester. Und der wird dann gerufen und zieht das durch. Nee, das geht nicht. Weil
sozusagen die Linie geht nur über Männer. Deswegen haben die Inder und Nepalesen hier so einen kleinen Haarschopf hier hinten. Und das ist die Verbindung zu den Ahnen. Und das halten die Männer. Die sich durch auch in der Wiederholung und um Vollzug ereignen. Genau. Das wichtig ist die Wiederholung, also auch eigentlich sogar der genaue Zeitpunkt. Also nicht irgendein Tag, sondern sagen wir mal Vollmond im August oder so. Nicht? Und im Ritual ist auch wichtig, derselbe Ort. Also in Ort und Zeit eine Wiederholung. Das ist wichtig. Dann gibt es ein Problem. Und es gibt auch, also ich bin ja Steinspezialist. Ich kenne in der Stadt vielleicht 500 verschiedene Steine. Und es gibt eine Sorte von Steinen, die absorbieren Ritualmüll. Bevorzugt an Straßenkreuzungen, wo die Geister sich herumtreiben und auch die Toten. Die suchen auch immer die Straßenkreuzung auf und machen die Stadt unruhig. Und wenn jetzt die Stadt sich erweitert, wie das seit 1970 passiert ist, dann wird der Müll einfach irgendwo hingeschmissen. Weil früher, vor 50 Jahren, gab es in der Stadt also nicht das, was wir Müll nennen, weil es gab höchstens mal eine alte Batterie und einen alten chinesischen Tennisschuh. Mehr, es gab überhaupt keinen Müll. Und heutzutage, und außer Ritualmüll natürlich, auch Speisereste werden immer an bestimmten Orten abgelegt, die dafür gemacht sind. Und bei einer Stadterweiterung geht das alles verloren. Jetzt wollen wir Wein trinken gehen. Ja, jetzt gehen wir. Ich habe einen Wein mitgebracht, der heißt Stemmler aus Heppenheim. Ein Riesling. Und dann können wir ja noch weiter quatschen.